Willkommen auf den THC-Kanal. Hier findest du Let's Plays, Tutorials, Tipps und Tricks, Previews und Beta-Tests. Und natürlich das Neueste vom Neuesten. So, willkommen YouTube. Ja, ihr seht jetzt richtig Minecraft. Ja, warum denn das? Ja, ein lieber Abonnent von mir hat mich doch mal gefragt, ob ich nicht vielleicht ein Let's Play zu Minecraft machen könnte. Er würde es sehr gerne anschauen, wenn es quasi auch von mir kommen würde. Wenn ich es richtig so verstanden habe. Ich weiß es nicht. Ich verstehe immer Dinge falsch. Ja, 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 da sind wir jetzt in der neuen Welt. Ja, was habe ich denn für Einstellungen gemacht? Würde sich bestimmt der ein oder andere immer fragen. Ja, eingestellt sind Superbiome. Ich sehe gerade den ersten Nachteil. Ich stehe da, wo ich nicht stehen will, in einer Schneelandschaft. Und ich habe ein Superbiom draus gemacht. Fail! Ja, machst du nichts. Ich habe die neue Funktion mit den Bonuskisten aktiviert. Sieht vielleicht ein bisschen lame aus. Ist aber so. Ja, warum? Weil ich keine Lust habe, Äpfel zu suchen. Und ja, weil ich auch keine Lust habe, das ganze Werkzeug einfach zu machen. Kann man wertvolle Zeit mitsparen. Nicht wahr? Ja. Hier trägt man das erste Holz noch mit. Das übliche. Ja. Habe ich da vielleicht schon irgendwas überlegt gehabt? Ich meine, ich spiele schon so lange Minecraft hier. Boah, ich weiß auch nicht. Ich habe schon so viele Sachen gebaut. Ich habe für den Vatikan eine Riesenkathedrale mit irgendwie über 100.000 Steinen gebaut. Ach, das war eine Arbeit. Ja, Hab natürlich auch zwischendurch noch sehr viel Minecraft und mit Freunden gespielt, große Projekte angelegt, wo wir auch immer wieder auf eigenen Servern spielen. Habe ich irgendeine Idee? Oh, was will ich denn bauen? Ja, natürlich Monster sind natürlich eingestellt, wäre ja öde, wenn da keine wären. Die wären natürlich fachgerecht von mir misshandelt und dann getötet. So direkt würde ich vielleicht mal wieder so eine Höhle reinbauen, vor der Höhle vielleicht ein Haus bauen. Aber ihr wisst ja, wie Minecraft ja tickt. Man spielt, man denkt sich was aus und am Schluss ist es doch eh wieder ganz anders, weil man irgendwie wieder dann gedacht hat, ja, ah, nee. Also ihr müsst euch mal vorstellen, der Eingang meiner großen Burg, also wo am Anfang ja nur eine Höhle war, die ist ja nur dadurch entstanden, dass ein Creeper mir von Face gesprungen ist und sich in die Luft gejagt hat. Dadurch ist dann dieser Eingang entstanden. Ja, also ich war sehr, sehr schockiert. Ich habe geschrien und war trotzdem tot. Mein bester Freund hat's glücklich gemacht. Er hat nur gelacht. Hätte ich auch gelacht, wenn er gestorben wäre. Er hat dann aus psychischen Anfällen und Störungen und schlechten Kontakten mit Spinnen dann die Idee gehabt, er wolle doch eine Burg bauen. Also vor dem Eingang, also eine riesen Mauer ringsherum, die war dann so wie der schiefe Turm von Pisa. Oder noch höher eben. Aber auf jeden Fall nicht so krumm. Aber behauptete dann steif und fest, ey, hier kommt keine Spinne mehr rein. Ganze Knicke, hier kommt kein mehr rein. Hier ist total sicher. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, parallel, also von der Seite her gesehen, stand ich. Und genau in diesem Moment, wo er gesagt hat, wo er das gesagt hat, stand eine Spinne hinter ihm und hat ihn angesprungen. Ihr hättet das Fluchen hören müssen. Es war sehr lustig. Es hat mich amüsiert. In dieser Burg kommt keine Spinne. Psch! So viel Optimismus in einer Person, das erlebt man heutzutage echt nicht mehr. Maximal bei Lehrern, aber die geben es ja auch schon wieder auf. Boah. Jetzt habe ich Superbiomen eingestellt, ehrlich. Und dann lande ich hier unten. Stirb, du Schwein. Schweine droppen jetzt dank dem neuesten Patcher immer wieder was oder sollen immer was droppen. Finde ich eine super Sache. Ich bin jetzt schon hier auf Patch 132. Hat ja irgendwelche Bugs behoben. Da irgendwas von Netherwelt, aber bis wir dort sind, gibt es da eh den nächsten Patch. Oh. Also ich mag eigentlich Schneelandschaften. Schneelandschaften habe ich dann sich schon gern. Aber
Es nervt einfach, dass auf allen Dingen, die man baut, in der Schnee landet, wie auf Straßen oder so. Daher ist dann ein realistisches Straßenbausystem eigentlich schon ein bisschen fail am Platz. Und daher möchte ich hier auch damit nicht anfangen. Ich hatte mal auf verschiedenen Dingen damit angefangen und hab gesagt, jo, komm, so schlimm ist das ja nicht, wie viele sagen. Und jo, wird schon klappen und so. Hab dann angefangen und hab dann gemerkt, dass meine Straßen, Häuser alles zugeschneit werden und hab dann irgendwann mal gesagt, auch gesagt hab, irgendwie will ich dann doch wieder den normalen Modus, also normale Biome haben. Ja, mir geht wieder der Hungerpegel nach unten, was überhaupt nicht sein soll. Und dafür haben wir die zwei Äpfel bekommen, damit wir auch die schön direkt verprasseln können. Ja. Nur noch direkt ein bisschen Stein mit, dann könnten wir natürlich. Hätte eigentlich praktischer wäre gewesen, wenn die uns Kohle gegeben hätten zum Startkiste und nicht jetzt hier die Fackeln. Braucht ja keiner. Die bräuchten wir nicht. Lieber Kohle. Kohle, Kohle. Aber was will man? Dann wäre es ja wieder so einfach geworden. Dann hätte ich nichts zu kritisieren. Dann hätte ich das jetzt gar nicht erwähnen müssen und euch damit belasten müssen oder so. So schlimm kann es ja nicht sein. Ach, da haben wir ja Schweine. Da haben wir ja Schwein gehabt. Aber eben, wie es die Profis so machen. Ups, das wollte ich. Wollte ich doch gar nicht machen, mach. Könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, alle, die nicht 16 sind, bitte die Augen zu machen. Die Grundversorgung jedes Menschen ist ein Schwein. Okay. Ja, 13 Fleisch hier direkt am Anfang. Ungrilliertes Fleisch leider. Aber das ist, hindert uns ja nicht an irgendwas hier dran. Eine Höhle. Autsch. Ach. Gottchen. Ja. What the? Haben Kohle bekommen. Das ist die Hauptsache. Kriecher ist EP, wenn man sowas abbaut. EP! Das hätte es in World of Warcraft nicht gegeben. Ewing. Okay, also natürlich aus dieser Notsituation heraus einen Ofen basteln. Das Fleisch braten. Oh, wir haben Knochen. Pfeil auch direkt. Sehr schön. Hier scheint's. Klüger wäre es natürlich jetzt, wo ich jetzt alles da habe. Wäre es natürlich klüger, wenn ich natürlich jetzt. Ah da. Wunderbar. Natürlich eine Steinspitzhacke, kennt ihr ja alle. Habt ihr bestimmt mitbekommen, dass ihr euren alten Kram auch verbrennen könnt. Wobei, jo, ich mache immer noch einen Steinmüll, also einen Lavamülleimer. Es gehört einfach dazu, das ist ein Hausstandard. Also, ich meine, ja, also, ich meine, ihr habt auch Backofen zu Hause und trotzdem tut ihr jetzt nicht die Katze, die ihr nicht mehr gern habt, da rein, oder? Oder sonst was, ich meine, ihr könnt ja nicht nach Ikea gehen und sagen, ja, wissen Sie, eigentlich brauchen wir den Müll einfach nicht. Können Sie weglassen. Wir haben da Lava. Wir haben da Lava zu Hause. Können wir alles reintun. Müll, das ist total ökologisch, ganz rein. Das könnt ihr auch nicht bringen. Gut, könntet ihr, aber das wird euch auslachen. Ah, oh, jo, jetzt haben wir hier was Grilliertes. Oh, herrlich. Jetzt können wir unser Leben wieder schön regenerieren. Dann können wir auch direkt ein paar Fackeln
Danke. Hier waren noch Monster. Sie ist ein Monster. Monster. Kies. Das schadet natürlich auch nicht. Soll der dort auch auf der Dachschädel fallen? So. So, dass er alles schon runterfallen kann. Wir da jetzt momentan nicht hinbauen wollen. Bisschen aushöhlen. Ja, das Fleisch kocht. Oh, es wird dunkel. Ey. So. Das tun wir natürlich, um die Nacht zu überleben. Ja, genau. Steine vor die Haustür setzen. So könnte ich vielleicht hier unten. Wäre schon gescheiter, hä? Bin natürlich keine Wolle mitgenommen. Ist auch doof, aber ja, ich konnte echt nicht ahnen, dass es so schnell dunkel wird. Warum wird das eigentlich so schnell dunkel? Ich habe doch gar nichts getan. Steine, Steine, ich hasse sie. Ich baue, baue mich hin. Ja, nicht. Ah, die Augen. Blöde Soundeffekte. Da soll ich mir echt mal dann noch ein Bettchen machen, ne? Wenn ich da mal Wolle habe. Also das Fleisch ist natürlich fertig, das sehen wir ja alle. Das ist ja EP dafür, schön. Ja, brauche noch ein bisschen mehr Kohle. Hier machen wir noch mehr Holz draus. Holz ist immer gut. Ach, die Kiste könnte man eigentlich auch mal. Da siehst du, kannst du den ganzen Müll reinpflastern. Oder? Knochenbaum auch gerade nicht. Haben wir keinen Hunger. Fällt es mir auch wieder gerade ein, dass ich da gerade basteln wollte, eine Schaufel. Das Ganze dirty. Abbauen zu können. Erde, 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 braucht kein Mensch. Da
Da könnte man auch eigentlich auch irgendwie was draus machen. Ich meine, man könnte es irgendwie mit Lehm verbinden und dann quasi ein bisschen mehr Lehm rauskriegen. Das wäre dann einfach etwas unstabilerer Lehm, wisst ihr? Das würde dann vielleicht kaputt gehen oder so. So, zum Beispiel, dann würde Erde in irgendeiner Form Sinn ergeben. Aber Erde, es hat einfach keinen Sinn. Schade eigentlich. Könnt ihr mit so viel machen? Ihr habt dich auch lieb da hinten.